Gerade hier ist es doof. Gehen wir mal aus dem Bauauftrag raus. Macht mal hier die bitte weg. Ihr müsst nämlich noch in die Türme reinkommen. Und zum Glück können wir den Stein ein bisschen kompensieren. Yay. Naja, zurück zum eigentlichen Thema, nämlich da Säulen. 1, 2, 3, 4. 4 hoch gehen die Säulen. Dann machen wir die jetzt erstmal 4 hoch. Und ich hätte gerne normale Stone Columns reichen. Und das sollten wir bei dem Bauauftrag machen. So, die sind 4 hoch, so wie die hier auch, ja. Das war jetzt zu wenig. Gut. Jetzt wählen wir das hier einfach mal aus. Und kopieren es in die ausgewählten Türme rein. So, das da noch. So, machen wir es so, so ist es einfach. Und fügen das mal dem Bauauftrag hinzu. Ja. Jetzt gehen wir wieder in den Bauauftrag. Und dann nehmen wir dann doch Treppen, hä? Sechs hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann die sechste. Können wir so eine machen? Naja, das sieht nicht so besonders elegant aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs hoch. Ja. Aber nicht hierhin, sondern eins weiter drüben. So, weil hier brauchen wir dann... Hier hätte ich gerne die Square Columns. Die sehen nämlich schicker aus. So, und ich lasse zwischen den Square Columns immer... Das war jetzt zu viel des Guten. Tschüss und den Square Columns. Lasse ich dann halt immer... ...vier Platz.
Habe ich mich verzählt irgendwo? Nein, das sind immer vier. Wenn ich fünf Platz lasse, ist der Platz zu groß, den ich lasse. So, weil meine Idee ist nämlich, für die Ecken brauchen wir normale Nut. Also für die Endstücke und für die brauchen wir solche. Ja, ich bin ein bisschen zu doof zum Zielen. Okay. Schade, das wäre sich schön ausgegangen. So, jetzt aber. Wäre das hier halt mein... Also ja, wie viel muss ich freilassen? Ne, zwei muss ich mindestens freilassen. Wäre das hier so meine Planung für den Gehweg oben? Und da fällt mir hier gerade etwas auf. Dass ich es mir mal kurz schnappe. Und ich es da reinsetze. Reinsetzen würde. Ja, eine Ebene zu tief sind. Kobo, würde ich dazu sagen. Es ist die Frage, gib mir mal kurz den Bauauftrag. Wir haben eh gerade keine Steine mehr. Ne, gib mir noch mal den Bauauftrag. Also, wir haben gesagt, Tür, falsches Parapet, aber ist egal. Tür, ist okay. So, Blöcke. Das wäre jetzt 5 hoch. Das wäre 6 hoch. Oh Gott, da sind schon Säulen fertig. Das ist nicht so gut. Ich kann in dem Bauauftrag da nichts abreißen. Und das wäre dann 7 hoch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu massiv. Also, ja,
in den Bauauftrag rein. Das wird jetzt wieder doof, weil wir Steine verschwenden. Wobei, ehrlich gesagt, ist es ja egal, ob wir jetzt auf die runde Säule oder auf die nicht runde Säule. Also ja, die beiden müssen leider weg. Dann unsere Konstruktion hier draufstellen. Sieht ja im Anschluss eh keiner mehr so wirklich. Ja, und man sieht, uns sind die Steine ziemlich ausgegangen. Ah, jetzt ist die Frage, wie machen wir das am kreativsten? Also wie gesagt, ich will hier können wir mal einen ganz neuen Bauauftrag haben. Reparaturauftrag, Bodenformung. Bauauftrag, genau, danke. So, mit dem Bauauftrag. Parapet. Türen können wir ja später einsetzen. So, mit dem Bauauftrag setze ich jetzt einfach mal voraus, dass wir das eine Torhaus hier zu Ende bauen. So, das ist jetzt 5 hoch. Wir wollen es noch 1 höher haben. So. Das ist jetzt 6 hoch. Jetzt wollen wir Square Columns. Die 5 hoch sind. Und eine Treppe, die 6 hoch ist. Die wir allerdings verschieben wollen. Hier direkt dran. So.
Was passiert, wenn ich die nur drei? Das ist nur zwei, gell? Ja, das ist nur zwei. Wenn ich die nur drei auseinander mache. Noch weniger Platz. Und 5 wäre zu weit auseinander. Das wären jetzt. Wären das 5 oder? Nee, das ist nur 4. Das wäre gerade auch nur 4, das wäre 5. Würde auf selbe hinauskommen. Also bleiben wir bei 4 und lassen das letzte halt auf 3. Oder machen hier 3. Ja, machen wir hier 3. Nein, das ist auch doof, weil da die Treppe zugebaut wird. Also hier 4. Hier 4 und dann hier 3. Dann ist die Treppe frei. So. Da es schneller geht, kopieren wir das einfach mal hier hin. Kopieren's. Wobei eigentlich brauchen wir ja die noch nicht, aber ich will sie mal planen. Wenigstens für die eine Seite können wir sie mal planen. So. Unsere Säulen. Jetzt brauchen wir die Nuten. Senken mal die Priorität des Bauauftrags. Oh, sie bringen wieder gut Steine rein, während wir hier planen. Das ist auch gut. Ah ja. So, hier Holz. Und hier der Gangbereich. Ja, da habe ich mich etwas verhaspelt. Auf jede Art und Weise. An den Enden brauche ich Els. Und hier Tees. So, dann brauche ich noch Balken hier dazwischen. Dann könnte ich theoretisch auch den Weg so bauen. Oh, ach so, da fehlt noch einer. Den Weg so bauen und wenn ich dann das baue. Ist das Loch wiederum ein Feld zu groß? Also das Loch hier. Kann ich nämlich in die Richtung nur ein Feld bauen. Ja. Ups. Das war nicht gewollt. Da brauchen wir wieder eine Verstärkung.
Danke. So. So sollte das Ganze dann aussehen. Aber bald können wir unseren letzten Man spawnen. Oh, wir haben sehr viel Stein wieder. Gut. Ja. So, jetzt nehmen wir aus dem Bauauftrag.